reiner Zustand. Einfach astreiner Zustand. Nichts dran. Ja? Jetzt messen wir hier mal die Steuerzeiten. Ich nehme hier jetzt eine 0,25er Fühlleere und werde jetzt hier den Auslass, also die Steuerzeiten einmal messen am Auslass und an den Überströmern. Wir messen jetzt hier von UT 161, 162 Grad vielleicht. 162 Grad. 162 Grad Auslass und jetzt mal Überströmer. 110. 12 Grad. Wahnsinn. Jetzt habe ich mal hier die Steuerzeiten vom Originalzylinder gemessen. Auslasssteuerzeit, Überströmsteuerzeit und so weiter. Und die sind ganz schön harmlos. Ich wollte es aber mal wissen im Vergleich zu dem Zylinder, der jetzt drauf kommen wird. Und dann gucken wir mal, wie die Steuerzeiten von dem Zylinder, den ich jetzt drauf mache, sind. Und ob ich damit zufrieden bin oder ob ich die noch anpassen werde. Genau, das machen wir jetzt. Gut aus, ne? Kannst nichts sagen. Nach 11.000 Kilometern. Oder 12.000 sogar. Wir bauen jetzt hier einmal den schönen neuen Zylinder aus. Den räumen wir mal schön raus. Und schauen, wie er so im Vergleich aussieht. Ein Zylinderkopf natürlich unspektakulär, ne? Dann vergleichen wir hier mal. Oh, Moment. Hier, so rum. Das ist richtig rum. Sieht quasi fast identisch aus. Die Zündkerze ist zentriert oder relativ zentriert. Das ist schon mal ganz schön. Kann man also nichts gegen sagen. Nochmal hier eine Nut für eine extra Dichtung. Kann man mitarbeiten. Dann haben wir hier den Zylinder. Ich brauche jetzt nicht die Kolbenringe reinmachen, weil ich den Zylinder jetzt erstmal nur vermessen werde. Dazu brauchen wir hier einfach nur den Kolben. Also wir können jetzt mal hier die Kolben vergleichen. Der ist irgendwie ein bisschen geschrumpft hier mit der Zeit, der hier. Das ist natürlich auch ein Originalzylinder. Der passt da rein. Das ist schon nicht schlecht. Den Kolben hier übrigens immer Richtung Auslass mit dem Pfeil. Oder wenn man keinen Pfeil hat und der Kolben jetzt nicht symmetrisch ist wie der hier, dann hat man meistens hier an der Einlassseite, also gegenüber vom Auslass, hat man so ein Cutout, so einen Ausschnitt oder hier so Öffnungen, Ports, die müssen dann Richtung Einlass und ja, also entgegengesetzt des Auslasses montiert sein. Es geht jetzt wirklich nur um die grobe Montage, um den Zylinder vermessen zu können. Damit wir gucken können, ob ich mit den Steuerzeiten zufrieden bin oder nicht. Ist das ein glibbriges Gedöns. Ja, Kolben einschmieren, damit der keinen Schaden nimmt. Das ist natürlich nicht optimal, dass hier jetzt Dreck ist. Da kommt auch so ein oder zwei Dreckkörnchen kommen da dran, aber das ist jetzt erstmal egal, weil der Zylinder und der Kolben eh bearbeitet werden. Und da muss er sowieso nochmal gründlichst gereinigt werden. Und dieses Dreckkörnchen, was jetzt vielleicht dazwischen ist, macht grundsätzlich nichts aus, weil ich nur eine Umdrehung da drinnen drehe. Das ist so eine harte Beschichtung, da kann nichts passieren. Der Zylinder ist schön mit Öl eingeschmiert, mit Zweitaktöl. Den packen wir jetzt hier rein. Und zack, haben wir drauf. Jetzt müssen wir den auch wieder so fixieren wie den anderen vorhin, damit er schön anliegt. Wie gesagt, die Fußdichtung ist auch 0,5 mm wie die von dem Zylinder hier, also von dem neuen Zylinder. Was für Steuerzeiten der Zylinder hat, messen wir jetzt, ne? Alles klar. 0,25 mm Fühlerleere nehmen,
da mit einem 45 Grad Winkel in die Kante hier oben rein, damit ihr das mal seht. So sieht das dann aus. Sie können ihr das sehen? Ja, ich denke schon. So. Und so haben wir jetzt genau den Spalt erwischt. Ja. Und das machen wir bei dem Auslass und bei den Einlässen. Aber zuerst, wie gesagt, hier beim Auslass. Und jetzt nullen wir das Ganze. Im rechten Winkel betrachten. Dann noch mal ein paar Mal nachfühlen, ob wir das auch richtig getroffen haben. Weil wir wollen uns nicht vermessen. Jedes Grad lässt den Motor anders arbeiten. Und jetzt messen wir mal. 90, 100, 30. Oh, aha, das ist doch schon mal relativ wild. Ja, genauso wie vorher angenommen, haben wir 177,5 Grad Auslass. Ja. Genau, 0 und ja, 177,5 bei wiederholten Messen, zweimal jetzt gemessen, 177,5 Grad. Jetzt nehmen wir uns die Überströmer vor. Ja. Und jetzt 126 Grad. Ich werde das jetzt hier noch an einer anderen Stelle messen. Ja, knapp, ne? Ja. 125 bis 126 Grad haben wir. Also machen wir 125 Grad einfach mal. Wir nehmen den tieferen Punkt als irgendeine Ausbuchtung, die vielleicht ein bisschen höher ist. 26,25 Grad Vorauslass. Damit bin ich aber nicht ganz zufrieden. Ich hätte lieber 27,5 Grad Vorauslass. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir müssen 180 Grad Auslasszeit bekommen. 172 CCM bearbeitet. Also es ist eine relativ zahme Bearbeitung, aber das ist noch nicht alles. Das wären jetzt hier die Steuerzeiten. Also ich werde die um 2,5 Grad hochziehen. Aber wir können hier noch Folgendes machen. Wir messen, wie breit das Sehnenmaß von dem Kolben ist. Das machen wir wie folgt. Wir nehmen die breiteste Stelle vom Auslass, markieren da mit einem Bleistift, das hält ganz gut auch bei Öl. Ja, Hammer, gut. Und jetzt müssen wir nur noch den Kolben messen. Das sind 63, oder? Was haben die hier? 65er Kolben. Ich habe schon eine Ahnung, was ich haben will. Aber ich weiß nicht, wie viel wir schon haben. Das Sehnenmaß messen wir jetzt. Das heißt, gerade von einer Ecke zur anderen gemessen. Haben wir jetzt hier 39 mm. Und jetzt müssen wir gucken, was das davon ist, die 65 und die 39, wie viel Prozent das sind. 100 geteilt durch 65 müssen wir jetzt machen. Und dann mal 39 gleich 60 Prozent.
Das wären 60%. Jetzt können wir bis 67-68% Sehnenmaß hoch. Ich will aber gar nicht so viel. 65 müssen wir jetzt einfach. 65 mm mal 0,65 gleich 42,25 mm neues Maß. Minus 39 gleich 3,5 geteilt durch 2 gleich 1,5 mm. Oder ja, ich mache einfach 1,5 mm pro Seite. Das wären jetzt hier 1,6. Genau, ich mache den Auslass mal so. Plus 1,625 mm in beide Richtungen. Dann haben wir ein Sehnenmaß von 65 Grad. Jetzt müssen wir nur noch den Auslass anpassen. Den Auslass machen wir wie folgt. Das zeige ich euch auch mal. Und zwar machen wir das so. Haben wir hier den Zylinder. Auf jeden Fall ein zarter Auslass. Der Originalauslass ist auch ähnlich zart. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher kleiner ist. Die sehen beide sehr klein aus. Ja, wir haben hier 26 mm und hier das gleiche. Das ist schon echt, ja, echt schmal. Aber der bleibt natürlich nicht so. Wir passen den an und das zeige ich euch. Jetzt haben wir hier den originalen Krümmer. Der ist darauf abgestimmt, dass ja, der Zylinder so zart läuft. Wenn er breiter wäre, würde der eine Minderleistung bringen. Das haben wir hier jetzt aufgehoben. Der ist aus Edelstahl, damit der nicht wegrostet, versteht ihr, ne? So. Dann haben wir da ungefähr oder in etwa eigentlich den gleichen Durchmesser. Wir haben hier einen Durchmesser wie die Dichtung. Können wir nochmal messen. 38 mm. Wir haben hier 35 mm ungefähr oder 34,5. Und hier 35. Wir haben hier je 35 mm, aber wegen der Schweißwurzel. Das ist soweit erstmal kein Problem. 35. Wir nehmen 35 mm, damit wir hier richtig arbeiten. 35 mm ist eine gute Marke. 35, 27 bis 35 haben wir 8 mm. Wie gesagt, dann die Hälfte davon sind 4 mm. Die nehmen wir uns. Und die reißen wir jetzt an. Zum Auslass. Schön ringsrum. Wir nehmen jetzt oben und unten 2 mm weniger ab. Das heißt, wir machen hier nochmal 2 mm und reißen die hier nochmal an. Und hier auch nochmal. Zack. Und lassen das Ganze einfach stehen. Jetzt zeichnen wir das Ganze an, wo wir das Material wegnehmen. Oben und unten lasse ich 2 mm stehen und zu den Seiten nehme ich die volle Breite, 35 mm. Und das sollte eigentlich das Beste sein, so macht man das im Rennsport. Und wir wollen ja quasi einen Rennsportauslass haben und deshalb machen wir das so. Wenn wir den jetzt rund machen würden, dann hätten wir eine Minderleistung und die wollen wir natürlich nicht haben. Wer will schon eine Minderleistung? Hier übrigens hier drinnen im Auslass, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da hat man dann auch so Klunker, Grate und so weiter. Die muss man natürlich auch entfernen, aber das ergibt sich daraus, dass wir an beiden Ecken nochmal 1,625 mm entfernen. Dann haben wir hier hinten nochmal ein Problem. Und zwar, wenn wir den Zylinder jetzt hier nochmal draufstecken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und zwar, wenn ich jetzt den Zylinder bewege, seht ihr es besser.
da unten ist das Kolbenhemd im Weg. Und da muss aber der Gasstrom lang. Das heißt, der wird hier gebremst und verwirbelt da übel. Das werde ich jetzt anzeichnen von hier. Ich werde es zumindest versuchen. Dafür muss ich mal hier rein. Gucken, ob ich das so hinkriege. Ja, es geht so, ne? Wenn ich da dran komme. Eigentlich macht man den Motorblock auf und dann kann man das ganz easy peasy machen. Aber ich werde den Motorblock nicht öffnen, weil ich keine Simmerringe habe. Die habe ich nicht gekauft und keine Motorlager. Eigentlich vernünftigerweise habe ich das immer so gemacht, dass ich die getauscht habe. Das empfehle ich auch jedem. Aber das hier soll ja nur so ein, das soll kein High-End-Motor werden. Ja, also wenn ich jetzt den Motor richtig ausreizen wollen würde, da würde ich den Motor natürlich öffnen komplett und dann penibelst jedes Mühe bearbeiten, was ich da rausholen kann. Aber jetzt geht es hier einfach nur darum, dass man da ein bisschen optimieren kann mit möglichst wenig Geld und Aufwand. Ich habe jetzt hier das neue Sehnenmaß übertragen. Diese 1,6 mm, ich habe jetzt nicht 1,625 gemacht, sondern einfach nur 1,6. Das ist mir egal. Es wird auf jeden Fall etwas bringen. Und ist so in Ordnung. Kolben hoch. Dann wird das ganz schön. Und gleichmäßig an den oberen Kanten. Soll nicht über die ganze Breite so breit sein, sondern nur oben, damit der Kolben trapezförmig wird. Der Auslass trapezförmig wird, sorry. Das ist ein bisschen spät, mein Kopf ist ein bisschen Matschepampe. Hm. Jetzt können wir auch noch die 180 Grad anreißen, wenn wir schon dabei sind. Ich mache mal eine ganz kleine Markierung, geschätzt 0,2 mm. Das ist jetzt 0 und 0,2 hätten wir hier vermutlich. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Und jetzt machen wir das so, dass wir nochmal die Steuerzeiten hier messen. Auf diesen Strich. Und wenn er stimmt, dann stimmt er. Ganz einfach. Da wieder hinauskommen. Alles klar. Wir haben es getroffen. Es sind genau 0,2 mm. Die sind einfach zu treffen. Also die sind wirklich simpel. Da habe ich ein gutes Augenmaß auch für. Ich bin ja Metaller. Von daher, als Metaller sieht man sowas relativ gut, aber klar, messen ist natürlich immer noch das Nonplusultra. Oder eigentlich Pflicht, nicht Nonplusultra, das ist einfach Pflicht. So, die Oberkante habe ich jetzt markiert. Ja, jetzt muss ich nur noch den Krimskrams da fräsen. Ich will das irgendwie jetzt schon machen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Ich habe keinen Bock, das morgen zu machen. Ich will das unbedingt jetzt machen. Das ist halt so, wenn man das macht, dann ist man immer heiß drauf, das zu bearbeiten. Hier diese Kante werde ich noch wegnehmen. Die steht im Weg vom Kolben zu den Überströmern. Ja, das wäre es eigentlich.